Yo, was geht ab, mein Lieber? Und herzlich willkommen auf DOWG. Nein, Spaß. Was geht ab, mein Lieber? Und unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Kollega. Kollega hat wirklich in den letzten Wochen einen krassen Weg hinter sich, meine lieben Freunde, er hat wirklich Shitstorm des Todes bekommen, ja, kann man so sagen. Kollega wollte sich erstmal ein wenig zurückziehen aus der Hip-Hop-Szene, weil ihm das alles ein bisschen zuwider wurde und dass er sich gedacht hat, boah, ich muss mal ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen. So wie wir den Boss der Bosse kennen und wie wir ihn lieben, hat er natürlich gesagt, okay, Digga, komm, ich hau nochmal wieder auf die Werbetrommel und hau nochmal wieder ein paar neue Videos und noch ein paar Motivationsdinger raus. Anfangs habe ich ehrlich gesagt gedacht, der zieht das wirklich durch und macht erstmal wirklich seine Pause, kam dann aber wirklich wieder zurück, wie gesagt. Danach gab es wirklich ein paar schlechte Resonanzen über seine Videos. Jedes Video, was er rausgehauen hat, wurde von der, ja, ich sag mal, YouTube-Szene jedes Mal runtergemacht und hier und da und dies, that. Aber ich würde sagen, mit seinem aktuellen Video, Freunde, also er hat wahrscheinlich schon wieder ein neues Video rausgehauen, aber ich sag mal, mit diesem Video, wo er über Drogen spricht, über seinen Konsum, über, über die komplette Einnahme, was er sich in den letzten Jahren so reingepfeffert hat, hat er detailliert wirklich erzählt und es kommt wirklich von Herzen, dieses Video. Ich würde mal sagen, Kollege versucht sich zu bessern und zu ändern, Freunde. Wir als Community und ich als Rap News muss das natürlich auch akzeptieren und respektieren und ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr toll, dass er nicht aufgibt. Das zeigt wirklich, dass wirklich ein richtiger Alpha in ihn steckt. Obwohl er so einen krassen Shitstorm hat, dreht er trotzdem weiter seine Videos durch. Das ist wirklich einzigartig und ich glaube, deswegen lieben ihn auch die meisten Fans und ich finde auch diese Eigenschaft an ihm ist wirklich beeindruckend, meine lieben Freunde. Also wie gesagt, in dem Video dreht es sich komplett um das Thema Drogen und Kokain, Amphetamin und was er sich alles da reingezogen hat. Crystal Meth sogar auch. Er versucht damit eine positive Message an die Zuhörer zu geben und versucht den Leuten zu erklären, ey yo, pass auf, die Rapper, die rappen es, aber die ziehen das nicht wirklich durch und man sollte sich niemals davon blenden lassen und sollte niemals anfangen, so wie diese Rapper das nachzuleben, besser gesagt, und auch anfangen mit so einem Scheiß, ja. Also ich würde sagen, mit diesem Video ist ihm wirklich ein sehr guter Sprung aus seinem alten, bosshaftartigen Charakter, würde ich mal so sagen, ja. Also er hat sich wirklich dadurch krass nach vorne gepusht, würde ich mal so sagen. Damit hat er wirklich mir bewiesen, okay, der möchte sich auf jeden Fall ändern und dieses Video kommt endlich Sachen ein bisschen real rüber. Also es ist nicht so ein altes Kollege Felix Blume Video, wo man sagt, okay, der ist hier Boss, die ist dead. Nein, Mann, das kommt auf jeden Fall von Herzen. Das spürt man auch auf jeden Fall und es gibt wirklich wenige Rapper wie Kollege, muss man wirklich eingestehen, der sich wirklich für Dinge einsetzt und versucht wirklich die Szene ein Game Changer zu sein, ja, und versucht ein bisschen auch ein Vorbild zu sein. Das finde ich cool. Schade finde ich es, dass er die letzten Jahre was ganz anderes gepredigt hat, aber dazu hat er natürlich auch eine Antwort. All das wäre natürlich größtenteils nur Image, ne? Man denkt es sich ja auch natürlich, ist ja wohl klar, man kann ja nicht immer Boss sein und immer über Kokainschmuggel und dies, das reden, ja. Also mit diesem Video hat er mir auf jeden Fall bewiesen, Kollege ist auf dem Weg der Besserung, meine lieben Freunde. Man kriegt wahrscheinlich wieder den alten Kollege zu hören und ich finde das wirklich klasse. Ich finde das geil, ich feiere das. Und wer es nicht feiert, Freunde, ja, dann scheiß auf den. Was die Medien erzählen, ist sowieso alles Müll und glaubt bloß nicht, was die Leute euch versuchen zu erzählen. Guckt mit euren eigenen Augen, meine lieben Freunde, wenn ihr davon gecatcht werdet und wenn euch diese Motivation von Kollege oder sogar auch von mir oder was weiß ich, wenn euch irgendwas catcht und ihr es feiert, dann feiert es auch, zieht es durch, guckt es euch an, ja, abonniert, gönnt den, gibt Respekt, ja, ein Like, please that, auch bei mir, wenn ihr Bock habt. Ja, meine lieben Freunde, zeigt es mir, dass ihr dieses Video euch auf jeden Fall hundertprozentig durchgezogen habt bis hierhin und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr es natürlich nicht getan habt, könnt ihr das gerne machen. Es kostet euch wirklich zero. Ihr bekommt ein wirklich sehr schönes Paket. Regelmäßige Rap-News, meine lieben Freunde. Das war's mit dem Video und peace and out.